Wir sind heute in Wittenberg und ich spreche im Vorfeld des Bundesparteitages der CDU mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Rainer Haseloff hat maßgeblich den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. Herr Ministerpräsident, Sie sind ein Architekt vielleicht einer kommenden GroKo. Was erwarten Sie von dem CDU-Parteitag? Wird er zustimmen? Ich glaube schon, dass es eine große Zustimmung gibt. Der Koalitionsvertrag ist gut. Er enthält viele Kernthemen, die wir auch im Wahlkampf präsentiert haben. Und er bringt auch für die Kommunen und für die Länder sehr viel. Ich glaube kaum, dass es Gründe gibt, diesen abzulehnen, diesen Vertrag. Und ich glaube auch, dass deswegen die Mehrheit steht. Im Vorfeld des Parteitages gab es natürlich auch sehr starke Kritik aus den eigenen Reihen. Die CDU habe schlecht verhandelt. Hat sie das? Sie hat, denke ich, gut verhandelt. Die Inhalte sind akzeptabel. Ich glaube nicht, dass die Kritik sich auf diesen Vertrag inhaltlich gerichtet hat, sondern wenn, dann geht es eher um Ressortverteilung, möglicherweise auch um eine Personaldebatte. Das ist legitim, aber es ist nicht so wichtig, dass wir sagen können, wir sollten dieses Verhandlungsergebnis schlecht machen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben uns in wesentlichen Dingen durchgesetzt und das sollte man auch dem Parteitag so anbieten. Aber lassen Sie mich noch mal darauf zurückkommen, weil Sie sagen, keine Kritik. Wir sind im Osten. Sie sind ein Verfechter immer gewesen des Angleichungsprozesses. Man hat den Eindruck, dass der Osten bei diesem Koalitionsvertrag zu kurz kommt. Stimmt das? Das stimmt nicht, weil wir bei den Angleichungsstrategien, die wir gefunden haben, bewusst nicht die Himmelsrichtung benannt haben, sondern die harten Kriterien, an denen man zum Beispiel Förderungen festmachen soll. Und da geht es nicht um Himmelsrichtung, sondern um den Handlungsbedarf. Und wenn die Mittel, so wie sie vorgesehen sind, fließen, wird ein Großteil auch zur Angleichung der Lebensverhältnisse einsetzbar sein. Das heißt, wir haben auch aus ostdeutscher Sicht einen guten Vertrag gemacht, bis hin auch zur Energiepolitik, zur Braunkohlethematik, aber auch zu Dingen, die uns schon viele Jahre lang belasten, nämlich das alte DDR-Rentensystem, was bei uns in den Landeshaushalten eine Rolle spielt. Da haben wir jetzt einen Lösungsvorschlag gemacht. Unterm Strich kann der Osten mit diesem Vertrag auch sehr gut leben. Und die letzte Frage, erwarten Sie auch mit Hinblick auf den SPD-Mitgliederentscheid, erwarten Sie, dass wir eine große Koalition und eine tragfähige Regierung bekommen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die SPD-Basis so einen Koalitionsvertrag ablehnen kann. Ich habe gerade auch mit Kommunalvertretern in meiner Arbeitsgruppe deren Themen mit durchverhandelt und habe eine große Resonanz bei dem, was wir dort formuliert haben, gefunden. Und gerade die kommunale Ebene ist die entscheidende, auch bei der SPD. Dort sind die ganzen Mandatsträger und auch die Multiplikatoren zu finden. Und ich glaube, dass die SPD mit so einem Koalitionsvertrag in einer großen Koalition sehr viel politisch bewegen kann und auch möglicherweise aus der eigenen Krise herauskommt, die nicht ganz einfach zu bewältigen ist. Nun muss ich für die SPD an dieser Stelle keine Lanze brechen, aber es geht ja auch um die Stabilität der Demokratie in unserem Land. Und wenn wir uns jetzt nicht zusammenraufen, dann ist es nicht einfach für die Fortentwicklung und für die Akzeptanz dieser Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Bitte schön.